Hallo und herzlich willkommen, was geht ab? Hier ist der Starquest und heute, wie man es schon sieht, mit einem Blue Eyes Deck Profile 2016. Und ja, ich würde mal sagen, fangen wir einfach mal an. Dreimal Blue Eyes ist sowieso klar, wenn das Deck ein Blue Eyes Deck ist und nur auf Blue Eyes geht. Dann haben wir dreimal Beschützer mit den blauen Augen. Mit ihm ist es relativ einfach, Blue Eyes zu specialen und Blue Eyes eben rauszuholen. Dann haben wir, was man nicht vergessen darf, der weiße Stein der Uralten. Einfach auf Friedhof legen und man bekommt in der Endphase ein Blue Eyes gespecialt aus dem Deck. Richtig krasser Effekt. Dann haben wir dreimal Meister mit den blauen Augen. Wenn er im Friedhof liegt, kann man ein Effektmonster auf den Friedhof fliegen und ihn vom Friedhof ins Deck mischen und dann kann man ein Blue Eyes aus dem Friedhof spezial beschwören. So kann man gut Karten recyceln und eben den Blue Eyes rausholen. Dann haben wir die altbekannte Might mit den blauen Augen. Zweimal da. Sie ist relativ langsam und der Gegner weiß eigentlich immer, was der Effekt ist. Also würde ich sie nicht dreimal spielen, vielleicht sogar nur einmal. Dann tiefäugiger weißer Drache hat einen ziemlich guten Effekt, wenn man ein Blue Eyes auf dem Feld hat oder wenn irgendwas zerstört wird von einem selber. Dann nicht zu vergessen, der alternative weiße Drache. Den kann man specialen, wenn man Blue Eyes auf der Hand hat und ihn vorzeigt. Und er kann einmal pro Spielzug eine Karte zerstören, ein Monster zerstören vom Gegner. Auf jeden Fall sehr, sehr guter Effekt. Und dann kommt die absolute Ass-Karte im Deck. Chaos Max Dragon haben wir zweimal dabei. Dreimal ist viel zu viel, weil man will ihn nicht so oft auf der Hand haben, ohne die Ritual-Zauberkarten auf der Hand zu haben. Und jetzt haben wir noch die One-Ups. Da haben wir einmal Kimono-Drache. Wenn er auf Friedhof gelegt wird, kann man ein Drachenmonster aus der Hand specialen. Dann haben wir rotäugiger, finsterer Metalldrache. Sehr gute Karte, vor allem weil das Deck aus Drachen basiert. Dann Priesterin mit den blauen Augen. Mit ihr kann man die Synchros schnell rausholen. Und einmal Drachengeist des Weißen. Das war's mit den Monstern. Jetzt kommen wir zu den Zauberkarten, die relativ viele sind in dem Deck. Da haben wir dreimal in Zahlungsname. Man wirft ein Blue Eyes ab und kann zwei Karten ziehen. Und wenn er am Friedhof liegt, kann man ihn einfach so specialen, als wenn er in der Hand ist. Dann haben wir zweimal Melodie des Weißen Drachen. Sehr gute Karte. Man kann eben zwei Blue Eyes searchen oder einen alternativen und einen Blue Eyes. Und dann kann man direkt den alternativen specialen. Sehr guter Effekt. Dann Ruf des Silbernen, weil Blue Eyes oft im Friedhof liegen wird. Und mit ihm kann man eben den Blue Eyes specialen. Dann haben wir Drachenschrein. Drachenschrein. Mit Drachenschrein kann man den Blue Eyes auf Friedhof liegen. Und hinterher noch den antiken Stein, um den Blue Eyes zu specialen aus dem Deck. Dann einmal Drachenodem der Zerstörung. Zerstört alle Karten, alle Monster, die dein Gegner kontrolliert, wenn du ein Blue Eyes auf dem Feld hast. Fortgeschrittene Ritualkunst für Max Dragon. Dann Rückkehr der Drachenherrscher. Einmal MST, man kann jetzt natürlich Zwillingstwister spielen. Ist variabel. Karten des Einklangs. Auch wieder für Draw Power, falls man einen antiken Stein auf der Hand hat. Einmal Chaosform für den Chaos Max Dragon. Dann haben wir einmal Vorvorbereitung der Riten. Mit dieser Karte kann man sich direkt Max Dragon und seine Ritualzauberkarte von der Hand holen. Die Chaos Form. Wirklich sehr OP die Karte. Man kann einfach direkt Chaos Max Dragon beschwören. Dann einmal Drachenschlucht und einmal einer für einen. Jetzt kommen wir zu den Fallenkarten. Bei den Fallenkarten haben wir nur drei Fallenkarten drin, weil die Zauberkarten eben wichtiger sind in dem Deck. Und die sind eben auch variabel, kommt drauf an, was für Fallenkarten ihr habt. Ihr könnt jetzt natürlich auch Solemn Strike oder andere Karten spielen. Und ja, jetzt kommen wir zum Extra Deck.
Das ist natürlich auch sehr variabel. Ich habe jetzt einfach mal die wichtigsten Karten für euch rausgesucht, die man braucht. Und da haben wir einmal Himmelsblauäugiger Silberner Drache. Mit ihm kann man eben Blue Eyes sehr oft specialen. Dann einmal Blauäugiger Geisterdrache. Hat auch den Special-Effekt von Blue Eyes. Und dann kann man eben variabel sein mit den Xyz-Karten, 8er Xyz-Karten oder andere Xyz-Karten spielen, die in dem Deck stark sind, die man stark mit dem Deck kombinieren kann. Und ja, das liegt dann an euch, was für Karten ihr habt, was für Karten ihr braucht und so weiter. Auf jeden Fall war es das von meiner Seite aus. Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich hoffe, dieses Deck-Profile hat euch gefallen zum Blue Eyes Deck. Auf jeden Fall war es das. Haut rein, euer StarQuest. Bis dann. Ciao.